jemand, der strikt gegen Flavor ist oder jemand, der nur Flavor einsetzt. Ich glaube, beide können gleich erfolgreich angeln. Mir ist sehr wichtig bei meinen Flavern, dass die Flavor mehr können wie nur riechen, sondern dass sie auch noch einen Geschmack mit reinbringen. Wenn du einen Köder konzipierst, der ein super Gerüst hat, dann bringt der schon den Köder viel mehr, als ich einen Geruch aufstempeln will. Wenn da jetzt Erdnuss draufsteht, muss er auch nach Erdnuss schmecken. Der mir halt persönlich am besten erscheint oder riecht, das ist ja der, wo man selber persönlich auch den Fisch aufdrückt. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass oftmals der eigentliche Trägerstoff in so einem Flavor interessant ist. Buttersäure, Fruchtsäuren, Milchsäuren, sowas in der Richtung, aber Flavor nicht. Das ist meines Erachtens der Grund, warum Flavor, die eher im sauren Milieu arbeiten, besser funktionieren. Und deswegen fange ich halt auch mehr mit süß.